Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Borderlands, The Pre-Sequel, auf dem Mond, Elpis. In Schutzatmosphäre verpackt, damit wir auch ja nicht verderben. Wobei ich glaube, Nisha ist eh schon eine von der Sorte, die ziemlich verdorben ist. Oder eher versaut, oder... Keine Ahnung, sie steht auf jeden Fall auf Schmerzen, haben wir schon rausgefunden. Ja, was wollte ich sagen? Ja, genau. Leute, für alle, die zuschauen, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr weiterhin auch unserem Kanal treu bleibt, weiterhin mit reinguckt, egal was kommt. Es wird auf jeden Fall auch noch ein paar weitere Let's Plays geben, die nicht nur von mir kommen. Und ihr könnt uns auch auf Facebook besuchen. Der Link dazu steht auch auf dem Channel. Ebenfalls sind wir auf Twitter. Na, gehört ja auch dazu. Glaube ich zumindest. Wir sind es einfach mal. Also wenn ihr wollt und Twitter habt, könnt ihr gerne mit vorbeischauen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Umso größer unsere Community wird, umso besser ist es. Umso lustiger wird's. Und wir wollen natürlich auch auf eure Vorschläge eingehen. Also wenn ihr irgendwas sehen wollt, was von uns gespielt wird, irgendein Game oder wenn ihr selbst einen Channel habt und Bock habt, einfach mal so, so ein Together aufzunehmen, so wie momentan auch schon DayZ vorhanden ist, kein Problem, einfach in die Kommentare schreiben oder ihr lasst eine Nachricht da, wie ihr wollt. Also könnt ihr machen, wie ihr wollt, ne? Ich wiederhole mich. Bevor es zu viel geplapper wird, lege ich jetzt hier mal gleich wieder los. Und zwar müssen wir das Echo übertragen. Und uns nehmen zu... Ja, ja. Die Meldung, die nervt mich ein bisschen. Die kommt jedes Mal, obwohl ich das ja eigentlich weiß. Nebenzu müssen wir uns noch gegen diese nervigen Scavs verteidigen. Die sich an mir rächen wollen, weil ich Deadlift getötet habe. Aber ich konnte nicht anders, der hat mich einfach so angegriffen. Also es war ja nur Notwehr, würde ich jetzt mal sagen. Ah, da ist schon der Erste. Was ist hier los? Wow, weg von dem Fass. Nicht, dass die das auch noch treffen. Ich weiß gar nicht, ob die... weg. Ich sollte vielleicht einfach mal meine Waffe wechseln. Dann wird es auch schneller gehen. Alter. Ich stehe hier voll im Kanonenfeuer. Hilfe. Hilfe. Verstecken wir mal. Versteck mich mal kurz hier zum Nachbarn. Ist ein bisschen blöd, wenn man nebenzu noch eine Kippe im Mund hat. Man sollte den Mund nicht zu voll nehmen. Ah, jetzt habe ich schon wieder. Mann. Eieieiei. Immer diese Hektik hier. So. Da ist ein bisschen Luft. Ein bisschen Netzvorrat. Schon wieder. Noch. Ja klar. Sonst, wenn ich drüber schieße, treffe ich nicht. Und wenn ich da mal treffe, wenn du dich nicht die ganze Zeit bewegen würdest, hat der echt mein Schild kaputt gemacht. Alter, wo kommen die denn alle her, Mann? Ah.
ach, machst du das? Oh, war das nicht geplant? Tut mir leid, dass ich deine Pläne durchkreuzt habe. Ich liebe es, wenn ein Plan nicht aufgeht. Also, solange es nicht meiner ist. Schön Mülltonnen durchtuscheln oder was auch immer das sein soll. Schaut auf jeden Fall irgendwie so aus wie eine Mülltonne. So eine kleine. So ein Zimmermülleimer. Wo muss. Achso. Irgendwo hier muss ich, glaube ich. Irgendwo hier muss ich auf jeden Fall nochmal Kisten durchkruscheln. Wie immer. Weil man hat ja hier sonst nichts zu tun. Ich glaube, ich muss hier immer weiter nach oben. Ja, super. Ui, 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 ui. Da sind mir die Luftreserven scheißegal. Also ich kann ja... Doch, ich eins kann ich mitnehmen. Was haben wir hier? Hard Root. Die sind alle so... ...92, 46. Ach, die nehmen wir mal mit. Kann ja nicht schaden. Wo, so, wo war jetzt hier gleich nochmal Luft? So ein... Das ist so ein typisches Scharfschützenversteck hinter so einem... ...Plakat, hinter so einer... ...Mauer. Halt, da drüben mal Luft. Ja, ja. Weiß ich schon. Ja, ich hol doch schon. Mann, jammer doch nicht immer. Immer einen auf groß tun und einen auf Macker machen hier. Ich töte alles, was mir in den Weg kommt. Und dann ein bisschen rumjammern, weil hier... Mal kurz... Ach so, ich war nicht lang genug drin gestanden. Ich hält vom Erdbeerfeld. Dann geben wir Firma halt hier auf. Ich muss da drüben irgendwo, muss ich. Oder da? Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ach, das ist erst da hinten. Ah, ja, Jungs, Jungs, Jungs. Wenn ich nicht so ein geografisches Wildschwein wäre hier. Eine geografische Wildsau. Uah. Um mal ein bisschen zu zeigen, woher ich komme. Sprechen wir mal ein bisschen Dialekt. So ein wenig. Aber reicht auch schon wieder. So. Ah. Jetzt weiß ich, was diese Moon-Zumi-Station ist. Das ist für unsere Fahrzeuge. Jetzt können wir hier schön... Gibt es hier eigentlich noch irgendwas Interessantes? Ne, da waren wir überall. Jetzt können wir hier schön unseren... Zutritt verwehrt. Warum? Ignorier das. Tritt sie ein. Was? Auch okay. Ah. Sehr gut. Schnapp dir jetzt ein Fahrzeug und komm zurück. Wenn du dabei ein paar Kragons killen willst, ich möchte so eine Art Leichenschmuck aus ihnen machen. Was haben wir da? Raketenkapsel-Mondbuggy. Jo. Typ Mondfahrzeug? Weltraumprogramm. Waldmond. Sumpfläufer. Gespenstisch grün. Graphit. Ah, nehmen wir den. Raketenkapsel, das ist garantiert mit, nee, Lasermond-Buggy. Ach, nehmen wir einfach mal den, müssen wir aus... Ja, achso, Fahrzeug spawnen. Zum Fahrzeug teleportieren. Ja, kennen wir, ja. Ich hab was, das dich nach Concordia reinbringt. Vielleicht findest du dort ein Signal und ihr kommt wieder auf eure blöde Riesenraumstation. Five gegeben. Sie suchen mich. Ich muss also Funkstille wahren. Finde das Störsignal, stelle es ab und komm wieder auf die Helios. Ja. Der Check.
Der Check. Den habe ich schon ganz vergessen. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, wieso. Hey, wir müssen doch hier irgendwo das Signal. Ach. So. Kings da gar nicht weiter. Ups. Ups. Ja, aber gut, dass ich hier jetzt gestorben bin, weil sonst hätte ich das hier völlig übersehen. Dann wäre ich einfach weitergefahren und hätte es ignoriert. Ist ja eh alles voll. Ja. Ich stehe nicht so auf Schrot finden. Die kann ich mal behalten. Die macht aber bloß 9 Schaden. Schockschaden pro Sekunde. Ach so, ja, die. Straight Shooter. Ach so. Musket Bang Stick. Gatling Gun. Irgendwie. Ich glaube, ich verkaufe einfach mal alles. Außer die Dings da. Außer das Elektro-Dingens da. Ja. Das ist eine super Idee. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Weg damit. 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 Ich liebe diesen Ort. Ach so. Die nehmen wir nochmal mit, die legen wir aufs Bankfach, wenn wir das dann haben. Herausforderung fertig! Pfandleier. Fahrzeug spawnen. Zum Fahrzeug teleportieren. So, jetzt aber. Wie komme ich da hin? Ach, da komme ich nur. Hä? Da müsste ich normalerweise. Da komme ich so hin. Wo bin ich eigentlich? Ja, richtig. Wo bin ich eigentlich? Dann gehen wir mal raus. Ich muss da hinten hin. Irgendwo da hinten geht's weiter. Naja. Typisch. Typisch ich. Direkt vor der Nase war's. Oh Mann. Da oben droben. Und wie komme ich da hoch? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Hallo? Naja. Ach, ich kann. Ich kann hier gar nicht rein. Aber ich muss doch da oben rauf. Wie zum Teufel? Komme ich da oben rauf? Ich will nur da oben rauf. Muss ich mich da irgendwie abschießen, oder? Ah. So. Wenn man die Augen aufmacht, dann ist das alles auch ganz einfach. Diese Wegfindung. Und was haben wir da Schönes drin? Schaut interessant aus. Über Captain Thorsons Schicksal informiert hast, Kammerjäger. Dafür gebührt dir mein Respekt. Aber verschonen werde ich dich deshalb nicht.
Sobald sie den Colonel über meinen Tod informiert haben, will ich, dass sie mich rächen. Anscheinend stürmt Squad, Deadlifts Lieutenant, gerade mein Schiff. Ich wäre ihnen sehr dankbar, wenn sie ihn für mich finden und töten könnten. Ah ja, war ja klar, dass es nicht das Einzige war. Jammer nicht. Ah, da oben ist er wohl schon. Der Kommandant. Alles voll? Nein. Immer voll. Ah, ich bin fast dafür. Ich bin fast dafür. Was ist das eigentlich? Okay, passiert nichts. Ich bin fast dafür, mir mal das hier auszuprobieren. Mal sehen. What the fuck, ist das ein Riesending? Teufel, ich kann ihn hören. Okay, letzte Bitte. Sie müssen einen Typen namens Nell finden. Der hat sich glatt selber umgelegt, der Vollpfosten. Er hat es uns ja richtig einfach gemacht. Einen Typen namens Nell finden. So, steigen wir mal unseren. Wo ist der da drin? Ich weiß. Wo ist der denn? Der muss hier irgendwo sein, glaube ich. Erstmal Luft holen. Der muss da drin sein. Oder? Ich schau einfach mal nach. Gucken kann ja nicht schaden, wa? Ah, ich komme da nicht hoch. Was ist das? Können wir das aufmachen? Nein, das kann man auch nicht aufmachen. Kurz auf der Karte. Aerial-Ziel. Also der muss da irgendwo... Schlupp, 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 schlupp. Und der schwirrt dann wohl irgendwo da oben rum. Ja. Das scheint er zu sein. Sagen Sie ihm, er ist ein Arsch. Der tote Typ sagt, dass du ein Arschloch bist. Nein! Nein! Tut mir leid. Ich würde Sie gerne belohnen, aber Sie wissen ja, ich bin tot. Trotzdem, danke. Ja, wie? Ich möchte dir danken, dass du Captain Thorsons letzten Willen erfüllt hast. Komm zu den folgenden Koordinaten. Natürlich. Klar, ist doch bestimmt eine Falle, oder? Naja, okay. Vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht, dass die ihren Arsch hierher bewegt, dann nur... Was ist das hier? Nee. Sauerstoff einsammeln. Voll machen. Warte mal, die folgenden Koordinaten. Ach, da oben wahrscheinlich. Schön. Nur frage ich mich. Schnapp dir deine Beute. Ist dein eigener Lohn. Das zu sagen, ohne eine Mine zu verziehen. Beute ist tausendmal besser. Ja, ja. Plündere das Versteck. Meine Männer haben diese Waffen vor Monaten versteckt. Du kannst sie behalten, bis ich sie dir wieder abnehme. Ah, die wirst du mir nicht mehr abnehmen.
Das ist meins. Das ist jetzt alles meins. Ja. Kann das eigentlich irgendwas? Die hat schon mal 30 Schaden und die hier 18. Die sind... Ja, ich glaube, ich habe eh genug. Ich weiß jetzt gar nicht auf. Ich habe schon wieder fast keine Luft mehr. Wie kann das sein, Mann? Ja, ja. Absicht. Alles Absicht. Ja. Hole das Orbatron. Das ist also unsere nächste Aufgabe. Och. Ich sollte mich halt ganz... Mann. Dieses Kurzzeitgedächtnis meinerseits. Wir haben hier einen Verkaufsautomaten, also können wir gleich mal schauen, was wir brauchen, was wir nicht brauchen. So, was haben wir da mitgenommen? Die behalten wir zum Sammeln. Dann war das die Wenton Hand Cannon. Was habe ich eigentlich gerade? Das ist eine Laserwaffe. Honorary Rifle, das ist ein Gewehr. Die... Extra Explosionsschaden. 14, 18... Also mir ist es doch gerade im Moment einfach lieber... Skin freigeschaltet. Yep. Im Moment ist es mir gerade doch lieber, einfach mal ein bisschen mehr Schaden zu machen. Deswegen behalte ich das und das und das und das andere verkauf mal. So, bis ich jetzt hier im Menü bin. Das ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Ja, habe ich vergessen, was ich... Nee, habe ich nicht. Das ist ganz einfach. Das hier... Das hier. Die schaut aber schon irgendwie geil aus. Egal, weg. So. Ich bin sicher, dass wir das schon bald wiederholen werden. Ja, war jetzt leider ein bisschen eine langweilige Folge. Aber. Ja. Wie ich zu Anfang schon gesagt habe, wenn es euch gefallen hat, einfach weiter dranbleiben. Es kommt auf jeden Fall noch mehr. Und. Ja, deswegen würde ich sagen. Ja. Ich sag mal, tschüss, ne?